Christina Luft gehört zu den beliebtesten Profis bei Let's Dance. Ohne sie ist die RTL-Show kaum vorstellbar. Doch irgendwann hat alles ein Ende. Seit 2017 ist Sympathieträgerin Christina Luft Teil von Let's Dance. Seit ihrer Debütstaffel, in der sie eigentlich mit Pietro Lombardi tanzen sollte, der dann jedoch absagen musste und von Giovanni Zarella ersetzt wurde, hatte sie zahlreiche Promi-Partner. 2019 wirbelte sie mit Oliver Pocher übers Parkett. 2020 mit ihrem heutigen Verlobten Luca Henny, 2021 tanzte sie mit Jan Hofer und 2022 mit Mike Singer. In der diesjährigen 16. Staffel tritt Christina Luft mit TV-Koch Ali Güngör Müs auf, mit einer Ausnahme, denn durch einen Partnertausch wurde ihr für Live-Show 6 Favorit Philipp Boy anvertraut. Let's Dance, Star Christina Luft, spricht über das Aus für ihre Tanzkarriere. Mit genau dem nutze Christina Luft nun die Zugfahrt zur Generalprobe nach Köln. Gemeinsam stellten sich die 33-Jährige und Philipp Boy einer Reihe von Fanfragen. Darunter auch, C, würdest du in, ferner, Zukunft eher in einer Tanzschule arbeiten oder als Psychologin praktizieren? Was viele vielleicht gar nicht wissen, Christina Luft studierte Psychologie, könnte jederzeit in den Beruf einsteigen. Ja, ich weiß, viele fragen mich nach einer eigenen Tanzschule. Aber tatsächlich weder in naher noch in ferner Zukunft ist das geplant. So ihre enttäuschende Antwort. Unzählige ihrer AnhängerInnen wären anscheinend nämlich mächtig an einem Tanzkurs bei der Frohnatur interessiert. Christina Luft möchte auf lange Sicht lieber wieder als Psychologin arbeiten. Wenn dann, sehe ich mich eher in der Therapie zurück. Mir hat's Riesenspaß gemacht. Ich arbeite gerne mit Menschen, so die Begründung. Auf lange Sicht wird Christina Luft dem Tanzen, zumindest in professioneller Hinsicht, also den Rücken kehren und sich ihrem eigentlichen Beruf widmen. Das stimmt, sie arbeitet wirklich gerne mit Menschen, pflichtet auch Philipp Boy bei, der die 33-Jährige in der vergangenen Woche gut kennengelernt haben dürfte. Vielleicht möchte Philipp eine Tanzschule nach Let's Dance aufmachen, hat Christina Luft einen Alternativvorschlag. Irgendwo müssen die Menschen ja hin, lacht sie. Doch auch der ehemalige Kunstturner hat wenig Lust auf ein eigenes Business. Ich denke, das wird auch nichts, macht er deutlich.